Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play New Pokémon Snap. Im letzten Part haben wir was freigeschaltet, und zwar, ich glaube, die Lumina-Zone war das im neuen Gebiet. Bin mir gerade aktuell nicht mehr sicher, denn ich habe ein bisschen gequält. Ich bin in alte Gebiete nochmal reingegangen und da habe ich gesehen, ich war in zwei Gebiete drin. Ich glaube, in Lumina war ich einmal drin. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube, ich hatte drei Gebiete drin, noch ein bisschen, habe da ein bisschen rumgefotografiert. Und dann ist mir aufgefallen, oh, da waren ja zwei, drei neue Pokémon dazwischen, die ich nicht fotografiert hatte. Und dementsprechend habe ich es auch gleich wieder sein lassen. Das machen wir alles später. Ich will natürlich alles zeigen, wie es geht. Ob ich 100% mache, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach mal, aber wir gehen jetzt erstmal auf Erkundungen. Bei Aurum war das, ne? Ich glaube, genau, Aurum. Wir haben hier die Lumina-Zone freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, kein Schimmer, worum es hier geht. Ich bin sehr gespannt, was uns da für ein Lumina-Pokémon erwarten wird. Ich meine, es ist das Letzte, ne? Es muss das Letzte sein. Ich glaube, das ist da das Story-Finale. Oder ist es schon wieder... Es kann sein, dass es das Story-Finale ist, Leute. すごい。今までに見たことのないほどの反応だ。 Wow, ein Lumina Xerneas und somit das allererste legendäre Pokémon, was wir hier zu sehen bekommen im Spiel. Ich hoffe, es folgen noch viel mehr. Ich gehe davon aus, ne? So, was müssen wir machen? Jetzt wird noch nichts gesagt. Aber da ist der Orb. Müssen wir die Lumina Kugeln abschmeißen? Kann natürlich sein, aber ich glaube, von hier aus treffe ich die noch gar nicht. Ich scanne mal. Nö. Dann boosten wir mal ein bisschen. Wir wollen ja ein gutes Foto von ihnen haben. Wie soll ich das erwischen? Ja, das habe ich vor, wenn diesen Ball mit der Lumina-Kugel zu schmeißen. Alter, man trifft halt aber auch quasi gar nicht. Soweit kann ich gar nicht im Voraus planen. Ich treffe nicht. Ach Gott. Ja, jetzt geht's da lang. Jetzt geht das schnell hoch. Dieses Ding, den treffe ich nicht. Danke. Wenigstens einmal. Wenigstens einmal. Jetzt wollte ich eigentlich gerade meinen Apfel abschmeißen. Vielleicht gibt es natürlich bessere Fotos, ne? Ich gucke mich hier ganz genau um. Das sind Ruinen. Das erinnert mich ein bisschen an Pokémon, an Poképark. Da gab es auch so eine Ruinenwelt. Fast. Zweimal muss ich das. Alter, das ist ja fürchterlich. Wie soll ich das denn treffen? Das Ding weiß einfach sofort Bescheid, wenn Hallo? Ach, da muss ich scannen. Die Wandmalerei schildert... Ich weiß es nicht. In der Mitte befindet sich Xerneas. Ach, jetzt sieht man es erst. Okay. Aber das ist ein bisschen eine random Auswahl an Pokémon. Kann das sein? Also sehr random, was für Lumina-Pokémon hier drin sind. Na gut, es gibt natürlich ein paar Pokémon, die machen Sinn. Wie zum Beispiel... Das Lumina Lusadin Schwarm. Das ist ziemlich cool bei Unterwasser. Lumina Lusadin. Das passt eigentlich ganz super, ne? Aber sonst ich jetzt auch nicht. Ich habe übrigens die Frage in den Kommentaren gekriegt. Was.
Ja, das ist halt, dass das Spiel gar nichts mit Pokémon zu tun hat, weil man hier gar nicht kämpfen kann. Gerade das ist doch die Faszination hier hinter. Ich meine, auf New Pokémon Snap, auf Pokémon Snap auf der N64 gab es auch sehr viele Leute, die gesagt haben, ja gut, aber das hat auch seine Fans, ne? Und ich finde tatsächlich, dass dieses Spiel hier wirklich sehr viel richtig macht. Gerade es hat sehr viel mit Pokémon zu tun, weil man in der Pokémon-Welt ist, ohne dass man irgendwelche Kämpfe machen muss. Ich meine, gut, Pokémon, klar, die Pokémon-Editionen sind halt Kämpfe, ne? Aber da ist schon das Ende. Ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Klar, die Pokémon-Spiele sind halt sehr... Kein Foto vom illuminierten Zenyas, habe ich nicht... Achso, da muss ich mir noch mit dem Lumina-Ball abschmeißen. Ja gut. Aber das macht das Ganze doch den Reiz aus, dass es hier keine standardmäßigen Pokémon-Kämpfe hier im Spiel drin sind, ne? Habe ich ja gut hingekriegt. Ich muss ihn nochmal mit den Lumina-Kugeln abschmeißen. Das hätte ich gerade vergessen. Ich dachte, das zählt auch so. Ja, ob man später vielleicht auch hier links lang kann oder nehmen wir fährt ja eh nur einen Kreis, ne? So, jetzt immer ein bisschen konzentrieren. Wie denn? War das jetzt ein Foto von ihnen? Ey, dieses Zenyas, ne? Das kann man nicht treffen, weil das ist so schlimm. Seht euch mal an. Wie weit muss man schon wissen, was man tut? Ich treff's nicht. Ich treff's einfach nicht. Ja, ich scan mal. Aber ich glaube, hier auf Level 1 kommt das nicht öfter vor, ne? Wir boosten mal durch. Ja, wie gesagt, das ist halt das Spielprinzip, was man nur Fotos macht. Klar, ich meine, in der heutigen Zeit sieht man es vielleicht, neue Spieler sehen das eventuell vielleicht ein bisschen anders. Ich kann das nachvollziehen, dass man eventuell denkt, ein neues Pokémon-Spiel kommt raus. Und was macht man in dem Pokémon-Spiel, wenn man, ja, fotografieren. Wie fotografieren? Ja, fotografieren. Mehr passiert hier nicht. Man fotografiert Pokémon. Dass da neue Spieler, die halt noch nicht mit dem Spielkonzept so aufgewachsen sind, dass die sich halt auch da halt in Langeweile pur vorstellen, ne? Dass es halt keine Kämpfe sind, kein Competitive, aber das Spiel macht halt den Reiz aus. Was passiert jetzt?
Ja, aber wie gesagt, das macht ja den ganzen Reiz aus hier im Spiel, dass man halt Pokémon in den natürlichen Lebensraum, ohne sich einzumischen, wie halt in den Haupteditionen, einfach mal beobachten kann, ne? Fotos machen sind halt quasi nur Mittel zum Zweck, um den Spieler einfach die natürlichen Lebensräume der Pokémon nahe zu bringen. Und die natürlichen Lebensräume von Pokémon sind nicht einfach irgendwelche 20 Pokémon-Haufen, die in der Oberwelt einfach aufploppen und man sie einfach nur schnell wegfängt. Das sind ja nicht die natürlichen Lebensräume. Ich finde, solche Spiele sollte es hier öfter geben. Ne, ich mag es halt, in der Pokémon-Welt rumzulaufen. Beispielsweise mag ich auch Poke Park. Ich finde das halt total... Klar, es ist auch eine Minispielsammlung quasi, wo man halt ein bisschen rumläuft, aber ich finde das halt total super, halt in der Pokémon-Welt rumzulaufen, wo halt nicht überall dreht, wo man nicht einen Trainer spielt, der Pokémon fängt und damit Champion der Pokémon-Liga zu werden, ne? Nur mal als Beispiel. So, es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber zeigen wir erstmal die Bewertung her. Zumindest haben wir jetzt einmal ein Lumina. Welches hast du denn ausgewählt? Ja, das ist halt das Beste, was ich habe, ne? Das ist schön nah drauf, das ist perfekt. Es ist einfach perfekt, quasi. Ob es davon auch bessere Fotos gibt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Also perfekt gibt es hier bislang in dem Spiel ja sowieso nicht. Das muss ich dazu mal auch sagen. Es gibt kein perfekt bislang. Es gibt, klar, bei der Größe eine perfekte Wertung. Ne, 2000, glaube ich, war die perfekte Wertung, aber sonst die Pose, Blickrichtung und all das zu perfektionieren, das ist halt wirklich schwer. Vor allem pro Stufe perfektionieren, ne? Pro Sternstufe. Wow, so viele Punkte, jetzt 75.000 brauche ich. Oh, das ist ein neuer Forschungslevel erreicht. Halt in der Augen noch eine kleine Veränderung offen. Und was kriegen wir? Kurzes Erwachen, du hast das Lumina-Pokémon zäh näher zum Fotodex registriert. Und Feensammler. Und Typ W, ja. Übrigens, dank der Daten zum Lumina-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Ich erzähle dir davon, sobald du dein Foto verstaut hast. Jetzt kriegen wir neue Aufträge rein. Und das ist halt, das ist das, was ich nicht gut finde. Dass die Aufträge, die man quasi schon vorher schon erledigt hat, ohne dass die, und hinterher kriegt man dieselben, die man, dass man die Fotos, die man gemacht hat, nicht einfach für neue Aufträge zählen. Das finde ich halt ein bisschen doof. Es gibt also wirklich noch ein Lumina-Pokémon. Die Wandmalerei hatte also recht. Ja, daher stellt sich die Frage, ist das, was auf der Wandmalerei abgebildet wird, wirklich so passiert? Vielleicht hat Xerneas alle zusammengerufen. Mir ist übrigens das erste Mal aufgefallen, dass Xerneas ein X im Auge hat, ne? Und quasi ein Kreuz. Und dann haben wir Lentil. Und dann haben sie Lentil mit einer Art Barriere vor den Meteoriten beschützt. Okay. Eine Barriere, die ganz Lentil umgeben hat? Es ist ganz bestimmt so gewesen. Das würde bedeuten, dass die Menschen, die Ruinen errichtet haben, den Lumina-Pokémon geholfen haben. Ja. Aber das mit dem Meteoriten ist 2000 Jahre her. Hätte Xerneas nicht schon längst erwachen müssen? Vielleicht war das Ganze ja wahnsinnig anstrengend. Sodass selbst 2000 Jahre Schlaf nicht ausreichen. Was meint ihr, wann diese Wandmalerei entstanden ist? Und wer hat sie gemalt? Viele Fragen. Warum ist es ausschließlich dir gelungen, den Lumina-Pokémon zu begegnen? Weiß ich, bin das auserwählte Kind natürlich. Ja, das war Pokémon Snap. Entwickelt von Bandai Namco. Im Auftrag natürlich für Pokémon und Nintendo. Und
Ich finde tatsächlich, sie haben wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet. Story ist natürlich mau, aber was will man für eine Story erwarten, ne? Was braucht man halt für eine Geschichte? Was braucht man in Pokémon Snap für eine Geschichte, um... Einfach... Ja, wozu? Eine Story ist halt irrelevant. Wir haben eine Story bekommen, quasi als Bonus. Ich meine, ihr hättet das Spiel auch so gekauft ohne eine Story, wenn ich einfach nur die Strecken abfahre. Ne? Ich meine, wir haben viel mehr gekriegt als das, was ich erwartet habe. Wir haben so viele Strecken. Jede Strecke hat ein Tag- und Nacht-Theme. Das heißt, man fährt da am Tag rum, man fährt in der Nacht rum. Da hat man, jede Strecke hat mehrere alternative Routen, bei Tag und bei Nacht quasi. Dann hat man, also der Content ist wirklich groß. Klar, wenn man es nur durchspielt einmal, dann ist natürlich schnell, hat sich schnell erledigt, ne? Aber es gibt 4 verschiedene Sternkategorien. Jede einzelne Kategorie hat ein eigenes Bewertungssystem. Dann hat man noch eine Online-Funktion. Dann sucht man natürlich, da haben die Pokémon in der Welt ihren eigenen Rhythmus quasi. Man kann halt immer neue Secrets hervorrufen, indem man die Pokémon irgendwo hinlockt, dann das macht und dies und jenes macht. Aber habe ich schon mal erwähnt, dass die Welten einfach fantastisch sind und die Pokémon-Interaktion mit der Umgebung, das ist super. Ich hatte viele überraschende Momente. Das Spiel ist einfach großartig und ich weiß, dass ich das Spiel noch lange spielen werde, auch wenn das Let's Play irgendwann zu Ende ist. Ich werde euch natürlich so viel wie möglich noch zeigen, das Let's Play ist noch nicht zu Ende. Wir werden nochmal Eiskajak gehen, wir werden noch dies und jenes machen. Aber ich weiß, dass selbst wenn das Let's Play zu Ende ist, selbst wenn ich all das gezeigt habe, was ich zeigenswert finde, ich werde trotzdem auf Eiskajak gehen, ich werde dieses Spiel so inhalieren. Ich meine, ich mache jetzt nur ein Let's Play davon. Da komme ich nicht dazu, so viel zu machen, ne? Man muss natürlich, während ihr das hier seht, seid ihr natürlich schon viel weiter oder seid einen Monat durch, quasi. Na, Quatsch. Aber das ist halt das mit Let's Plays machen, ne? Aber dieses Spiel hat mir wirklich gefallen. Die Pokémon, die Animationen, wie die da gezeigt werden, finde ich richtig klasse. Zur Musik muss ich auch was sagen. Das Spiel hat musiktechnisch seine Stärken, aber auch Schwächen. Es bleibt jetzt nicht so hängen wie das Original halt auf N64, ne? Der erste Teil. Da bleibt das nicht so krass im Kopf hängen. Vielleicht liegt es auch an der Nostalgie, ich weiß es nicht. Aber was ich sagen muss, ist, dass sie hier es gut eingebracht haben, dass man halt von der Musik nicht zu sehr vom Geschehen abgelenkt wird. Das haben sie ganz gut gemacht. Sie haben auch sehr gut, sehr gut aufgepasst, dass die Musik halt nicht so krass übertrieben ist. Sie haben die Musik versucht, atmosphärisch zu gestalten. Und, also wirklich unfassbar. Und ich weiß, dass ich noch sehr viele Secrets nicht entdeckt habe, die da noch vorkommen. Gerade in einigen Welten, da müssen wir noch mal rein. Da gibt es bestimmt noch einiges zu tun. Aber ja, es ist ein fantastisches Spiel. In die heutige Zeit geholt. Das Spiel sieht wirklich für die Switch wirklich wunderhübsch aus. Es gibt wirklich wenige Spiele, die so krass sind. Und ich finde, es ist geil und krass, was Bandai Namco hier für eine Pokémon-Welt gemacht hat. Erschaffen hat. Das schafft Game Freak nicht. Game Freak, ich will jetzt nicht in lästern oder so, ne? Übersetzung ist auch super. Ich glaube, ein paar Fehler gab es irgendwo. Habe ich mal auf Twitter gesehen, aber wie auch immer, darüber lässt sich streiten. Also mir sind keine aufgefallen. Ich habe nur ein paar Sachen gesehen, die Leute gepostet haben. Kann aber fake sein, ich weiß es nicht. Aber ich finde, Bandai Namco hat wirklich eine Welt erschaffen, die Game Freak noch nie erschaffen hat. Das ist halt das Krasse. Game Freak sind die Erschaffer von Pokémon und sie kriegen es einfach nicht auf die Kette, einfach eine Welt, um diese Monster zu gestalten. Ich meine, gut. Fairerweise muss man sagen, es gibt so viele Pokémon. Es gibt so viel, was die Pokémon-Serie ausmacht. Vor allen Dingen gibt es so viel Erwarten, so große Erwartungshaltung und so viele Erwartungen von Leuten. Trotzdem ist das Spiel auch an Kinder angelehnt, also die Hauptedition an Kinder angelehnt, sodass jeder seinen Spaß daraus ziehen kann. Und die ganzen Leute, die das sowieso runter machen, die kaufen es ja eh. Also, aber was ich halt nicht verstehe ist, wieso macht Game Freak mit so viel, also die haben so viel Geld, die haben quasi ein unerschöpfliches Pool.
Ich meine, dahinter steht die ganze Pokémon Company. Pokémon ist das größte Franchise der Welt, quasi. Ist das? Müsste das größte Franchise der Welt sein, ja. Doch, ist tatsächlich. Ich glaube, ja. Ist das größte Franchise der Welt und sie kriegen es nicht auf die Reihe. Einfach mal vom Hauptstudio aus, von Game Freak aus, genug Manpower ranzuholen und einfach mal was richtig krasses abliefern, was der Pokémon IP würdig ist. Dieses Spiel ist der Pokémon IP würdig. Es ist aber nicht von Game Freak, dem Hauptstudio. Ich verstehe es halt einfach nicht. Das Spiel ist einfach super. Es gibt einen Pokémon Voice Actor, der hat alle Pokémon gesprochen. Nein, Quatsch. Deswegen, ich verstehe es halt ein bisschen nicht, dass warum das so ist. Aber Bernd Bandenheim hat hier wirklich guten Job gemacht. Die haben das gut gemacht. Sehr gut sogar. Mehr als ich je erwartet habe. Ich habe mir immer einen Pokémon-Snap-Nachfolger erträumt. Immer. Seit 20 Jahren. Über 20 Jahre. Ich wollte immer einen nächsten Teil. Auf der GameCube wollte ich einen neuen Teil haben. Ich wollte auf der Wii einen neuen Teil haben. Ich wollte auf der Wii U einen neuen Teil haben. Da wurde es gerade höchste Zeit. Und jetzt, erst mit der Switch, haben wir einen neuen Pokémon Snap erhalten. Und ich finde dieses Spiel großartig. Das kann ich dazu sagen. Es ist ein großartiges Spiel. Und jeder, der Pokémon mag, sollte dieses Spiel spielen. Es sei denn, es steht wirklich nur drauf, Pokémon Kämpfe zu vollziehen. Und wirklich nur die Hauptedition zu spielen. Aber das Spiel ist wirklich sehr empfehlenswert, ich empfehle es jedem. So, das war meine Kritik zum Spiel. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist meine Meinung zum Spiel. Gut, wir haben echt viel erlebt, was? Das kannst du laut sagen. Wir haben die gesamte Lenti-Region erkundet. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Meine Forschung ist jedoch noch lange nicht zu Ende abgeschlossen. Die neuen Erkenntnisse werden mich eine Weile beschäftigt halten. Ich werde dir weiterhin dabei helfen. Danke, Rita. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Und du hast auch noch viel Arbeit vor dir, Miku. Echt? Habe ich das? Oh, Professor, wolltest du nicht noch etwas ansprechen? So. Ja. Danke fürs Erinnern. Lass mich dir die Streckenpunktzahl erklären. Streckenpunktzahl? Ich habe dieses neue Bewertungssystem entwickelt, um zu sehen, wie du dich auf jeder einzelnen Strecke schlägst. Und ich habe das halt noch gar nicht angesprochen. Das Bewertungssystem ist wirklich krass. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Da ist ein Pixel macht schon deutlich mehr aus. Wie gesagt, es gibt kein perfektes Foto. Das ist das Krasse. Es gibt kein perfektes Foto. Es gibt keine Maximalwertung. Vielleicht gibt es doch irgendwo eine Maximalwertung, aber die ist bis jetzt noch nicht entdeckt worden. Das ist krass. Und jetzt haut ein neues Bewertungssystem rein. Um zu sehen, wie du dich auf jeder einzelnen Strecke schlägst. Um gut abzuschneiden, solltest du dich nicht nur auf gute Fotos konzentrieren, sondern auch viele verschiedene Pokémon fotografieren. Wenn du die Online-Funktion nutzt, kannst du deine Rangliste-Platzierung für die Streckenpunkte einsehen. Aber das war nicht alles, oder? Es gibt doch noch eine weitere tolle Neuigkeit. Meinst du den Serienbildmodus? Was ist denn jetzt schon der Serienbildmodus? Ich habe den Professor gebeten, euren Forschungskameras eine neue Funktion hinzuzufügen. Damit könnt ihr durch einmalige Bestätigen den Auslöser mehrere Fotos hintereinander schießen. So wird es leichter, den perfekten Moment anzufangen. Echt? Ist das so? Diese Funktion lässt sich in den Optionen ein- und ausschalten. Probier sie mal aus. Ich bin sicher, sie wird dir von großem Nutzen sein. Eine Schnellfotografierfunktion oder wie. Du und der Professor seid echt abgefahren. Ihr werdet sofort. Ich werde sofort zur nächsten Erkundung aufbrechen. Ja, die Story ist halt flach. Da braucht man sich nicht drum streiten. Die Story ist halt flach. Aber ist halt nur Mittel zum Zweck. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Erstellen deines eigenen Fotodecks. Was kommt denn jetzt noch alles hinzu? Was sind diese tollen Neuigkeiten, von denen du geredet hast? Das wüsstest du wohl gern, was? Du hast doch damit angefangen. Ja, schon gut. Ich habe den Professor gefragt, ob wir auch abends das Riff erkunden dürfen. Und er hat ja gesagt. Abends, jetzt esse abends das Riff. Ich glaub's nicht. Boah, abgefahren. Genau meine Rede. Das Abendrot auf dem Wasser ist bestimmt wunderschön. Ja, unsere Fotos werden super aussehen. Ich gehe zuerst. Moment mal. Jetzt erst abends im Riff. Du hast die gesamte Lenti-Region erkundet. Mein Pixelfilter, nice. Ja, Leute, das soll es für diesen Part gewesen sein. Wir sehen uns dann ja auch im nächsten Part wieder. Hoffentlich. Und schaltet ein, wenn es heißt, weitere Pokémon zu fotografieren. Und wir werden im nächsten Part nachts
zum Riff gehen und ich bin sehr gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Denn ich habe gehört, es gibt viele neue Pokémon, die jetzt erst auftauchen. Und ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein und tschüss.